So, und da ist das versprochene Finale Herren-Einzel Master Out 501 von der Bayerischen Meisterschaft 2019 in Strullendorf. Wie ihr auf dem Shirt vom Klaus seht, Strullendorf, der spielt bei den DC Paradiesvögeln aus der Die Dartfreunde e.V. Liga. Und der Tommy, den kennt ihr schon vom Spiel, von dem Doppel, das ich gepostet habe auf meinem Channel, wo er mit dem Fabian gespielt hat. Und der Tommy ist ein ganz netter Kerl. Da seht ihr ihn mal, wie er leibt und lebt in voller Größe. Und dann seht ihr auch mal, was ich meinte mit seinem besonderen Stil, sich ans Oki zu stellen. Hier wird gebullt. Klaus hat hier, glaube ich, Single Bull, sonst würde er den Pfeil nämlich rausziehen, wenn er im Bullseye stecken würde. Und Tommy geht hier seinen Fahrschritt zurück und noch einen Schritt am Oki und schmeißt ihn knapp daneben. Das heißt, Klaus fängt an, 501, Master Out, Finale. Los geht's. Noch einmal feste drücken. Finale ist auch immer Anspannung. Und beide freuen sich natürlich, dass sie im Finale stehen. Der Klaus schmeißt einen richtig guten Dart. Ich habe den mit der Jugend spielen sehen. Da hat er die Jungs ein bisschen schwitzen lassen. Der kann richtig gut Dart spielen. Wie viele Spieler vom DC Paradiesvögel übrigens. Aber die tragen ja auch schon seit 10 Jahren die bayerische Meisterschaften aus. Und da haben die auch ein paar Jahre Zeit gehabt zu üben. Ja, wie ihr seht, ich sitze hier in irgendeiner Position, wo dauernd Leute durchlaufen. Und ich habe auch noch nicht hundertprozentig die Kamera. Ich will die eigentlich jetzt hier stationär machen, dass es nicht so wackelt. So, jetzt versuche ich die irgendwie ein bisschen hochzufahren. Ihr könnt ja am Score sehen, es gab eine 45 vom Tommy und jetzt gab es eine 40, nachdem die erste Aufnahme auch noch nicht so gelungen war vom Klaus. Die beiden müssen sich erstmal aufwärmen, denn so ein Finale ist eine ganz aufregende Sache. Ist ja klar, auch für hartgesottene. Gut, vielleicht nicht für die härtestgesottenen, aber eigentlich jeden Spieler, den ich so ein bisschen erlebt habe im Finale, ist ein bisschen aufgeregt. Und man braucht eine Zeit lang, bis man alles ausgeblendet hat und dann richtig reinkommt. Und Klaus bestätigt das auch wieder mit einer 40er Aufnahme. Jetzt habt ihr gesehen, der Tommy, der fährt da zweimal zurück. Und Tommy ist, glaube ich, der einzige Spieler, der original eigentlich rückwärts wirft, denn seine Ferse ist näher am Board als seine Fußspitze. Also im Prinzip wirft er rückwärts. Jetzt muss Klaus mal Konzentra machen. Jetzt hoffe ich mal, dass die Leute sich so langsam hinsetzen und auch sehen, dass da ein Finale gespielt wird. Aber ich bin mit meiner Kamera hier nur zu Gast. Deswegen filme ich auch nie die Leute so direkt drauf. Ich bin da nicht so unbedarft wie andere YouTuber und halt da voll drauf. Sondern ich, ja, mache das Ganze mit ein bisschen Respekt. Und ich kann das hier auch nur filmen, weil Filmaufnahmen hier ausdrücklich gestattet sind. Ja. Könnte Pikachu gewesen sein. Jo, jedenfalls hat Klaus jetzt ein bisschen ein paar Punkte gefunden. Tommy, glaube ich, vorhin auch. 96. Ne, das war der Klaus jetzt zweimal, ne, mit der 90er Aufnahme. Der hatte angeworfen. Jetzt ist der Tommy im Triple. Zweimal 134. Und schwupp ist er wieder da. Sechste Runde 144 übrig. Habe ich neulich gesehen, macht einer Triple 18, Triple 18, Doppel 18. Interessanter Weg. Die meisten gehen Doppel 20. Kann man aber auch über die 18 anfangen. So. 58 vom Klaus. Der Tommy hat das Ziel im Visier. Bam, ist er drin und knapp drüber und kann sich hier stellen. Eine fette 128, wo er sich über Triple 16 die Doppel 8 stellt. Richtig geil gestellt und Klaus ist dran und schaut jetzt, dass er hier nochmal reinballert. 1, Triple 17 und stellt sich dann 60. Was man natürlich ausmachen kann. Jetzt Tommy. Erster Leg Dart, knapp innen. Zweiter Leg Dart, knapp innen. Dritter Leg Dart. Da! Daneben. Bitter. So, jetzt kann Klausi hier alles klar machen. Ein Dart, Triple 20. So ist es im, ja, so ist es im Master Out. Sauber reingetroffen. Mitten ins Herz vom Tommy. Der klatscht trotzdem ab. Fair Play. Du bist super krass hingekommen, hast dich geil gestellt. Und der Gegner patscht dir ins Gesicht und macht einfach aus. Jo. Tommy, wie ihr gleich seht, beim letzten Dart geht der Arm hinten raus. Die anderen zwei Darts wirft er, indem er die Hand am Körper hat. Schmeißt hier aber eine 100. Verwackelte 100, aber schöne 100. Und Klaus sucht jetzt nach Antworten. Der weiß, das erste hätte auch verloren gehen können, aber er hat es sich geholt. Und ja, hat hier eine Triple 19, 99, macht eine 98. Als Konter, 403 Rest. Tommy ist hier in der 5. 19 und kein Triple. Nochmal eine 19.
Leichte Ausschaukelbewegungen hier und Klaus wittert seine Chance und hat hier einen Triple. Boom! Und macht eine 140 mitten ins Gesicht von Tommy. Aber Tommy unbeirrt geht wieder seine zwei Schleichschritte zurück und knallt den volle Kanne in die Triple 20. Genauso musst du antworten. Der rutscht ihm ab. Oh, und der verirrt sich auch im Fünferwald. 66. Trotzdem in Ordnung. Den Flight hat er irgendwie mit der Hand noch mitgenommen. Und Klaus macht eine 7. Noch eine 7. Ciao. Man muss immer dranbleiben. Und dann eine Triple 15. Eine Triple 5 hinterher für 15. 29 insgesamt. Und Tommy kann nochmal angreifen. Wenn ich jetzt nicht so wackeln würde, würde man es auch sehen. Triple 20. 1. 1. Naja, ich wusste, was er wirft. Deswegen, man konnte es nicht wirklich sehen. So transparent ist der Klaus dann auch wieder nicht. Ja, Klaus macht eine 20, gerade Dart, 19 knapp drüber und macht da noch ein paar Punkte. Jetzt muss ich mal stillhalten vielleicht. So, 170 gestellt von Klaus. Und Tommy ärgert sich hier zu Recht, aber nur kurz. Genau, schüttelt es schnell ab. Klaus macht gleich wieder ein Triple und macht eine 93. Sauberer Score für 77 Rest. Jetzt kommt der Tommy. Nur eine 1. Jetzt kommt schon wieder der Pikachu. Und 121. Macht nochmal Druck. Genauso muss es machen. Macht nochmal Druck auf die 77. Jetzt, was macht er? Triple 17 für Doppel 13. Doppel 13, noch ein Dart zum Match. Nein, innen vorbei. Hat sich 13 gelassen. Ich hasse immer, wenn ich mir 13 lasse, weil dann kommt immer, muss ich mich stellen über den Single, da verwerfe ich mich jedes Mal. Jetzt über Bull. Ja, Tommy will über Bull gehen, bei 82 über Bull. Single Bull lässt hier Triple 19, das ist absolut richtig. 81. Wollte Triple 19 spielen für 24. Hat dann die bei 62 die Triple 15 statt die Triple 10 für 32 getroffen. Und Klaus kann jetzt die 13 machen. Sehen wir noch irgendwas davon? Macht das. Ja, er macht scheinbar, wir haben es leider nicht gesehen. Tommy ist leider nicht transparent. Aber hier, Fairplay, schöne Geste. Danke an Klaus, danke an Tommy für dieses schöne Finale. 99er Feld, zwei Leute übrig, zwei sehr starke Spieler. Respekt, vielen Dank. Tschüssi.